Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Aileen und willkommen bei Raptastisch. Nach dem Feature von Shireen David und Shindy gab es ja immer mal wieder ein paar Kommentare oder zumindest Fragen, wie ist es dazu gekommen, was ist da wirklich passiert. Man hat bis dato immer nur Shindys Seite gehört und jetzt meldete sich Shireen David erstmals selber zu Wort. In einer wirklich sehr langen und ausführlichen Instagram-Story erklärte sie, wie es dazu gekommen ist, dass das Feature entstanden ist, was passiert ist, dass sie es nicht mehr machen wollte, und sie hat auch noch so ein paar Sachen zu Shindy persönlich gesagt und zu der ganzen Geschichte, wie sie sich in die Deutschrap-Szene etablieren will oder wie sie es wollte. Ich werde euch jetzt hier mal die wichtigsten Teile von dem Statement einblenden und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu den Worten sagt. Es gibt viele Sachen, die ihr nicht mitbekommt und es gibt viele Sachen, die muss man nicht mitbekommen. Leute sagen Features ab aus den verschiedensten Gründen. Der eine möchte auf einmal Popmusik machen, der eine entwickelt sich in Richtung Schlager, passt nicht mehr zu seinem Image. Es gibt 300 Gründe und ihr würdet nicht mal im Ansatz irgendwas davon mitbekommen, weil das ist halt das Business, das ist halt der Hintergrund. Facts. Ihr habt diese ganze Story mitbekommen aufgrund von seinem Statement und ich hätte mich ansonsten noch nicht geäußert, bis dato gar nicht. Aber so eine Lüge zu schreiben und so zu schreiben, als hätte ich wirklich einen Song 2 Stunden vor Release runternehmen lassen, ist so dermaßen. Ich schwöre, ich habe mich immer noch nicht davon erholt, dass jemand so hinterhältig lügt, von dem ich das einfach nicht erwartet hätte. Nur weil er einen Fehler begangen hat, der ziemlich peinlich für uns ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Respekt habe vor seiner Arbeit oder keinen Respekt vor seinem künstlerischen Dasein nochmal, sondern einfach, weil er menschlich, ich möchte nicht so reden, aber wir sind einfach menschlich nicht aufeinander gekommen und das ist einmal Fakt. Abhängig davon, dass mich jeder gottverdammte Mensch davor gewarnt hat, mit ihm zu arbeiten und ich ernsthaft einen Fick auf sowas gebe, weil es mich nicht interessiert, weil in dieser Szene nur so die ganze Zeit so ein Scheiß passiert. Es war mir so egal und jeder hat mich davor gewarnt. So. Und du kannst das nicht mit Newcomern machen und du kannst nicht mit so mit mir umgehen und mich nach außen so darstellen und dann in deine Story posten, Free auf Falterbach. Du hast das bewusst gemacht. So viele Rapper in Deutschland, ja, ein Fari, Jam, Casey, Chata, Mero, Kapi, ein Synergy, ein Flair. Mein Gott, ich will keine Namen vergessen. Keiner von denen war sich zu schade, um mich ein einziges Mal zu supporten. Ein Fahrt, selbst eine Story zu liken, irgendwas zu pushen, um einfach nur zu sagen, ey, ich feier das. Aber du warst dir sogar zu schade, um mir einfach nur Credits für meinen Namen zu geben. Weißt du, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und I don't fuck with, ich nehme nur und ich gebe nicht zurück. Weil so bist du auch nicht groß geworden. Dir wurde auch viel gegeben. Ich weiß noch ganz genau, als du damals im Studio erzählt hast, wie sehr du es gehasst hast, nicht dein eigenes Ding machen zu können oder wie schlimm es ist, unterdrückt zu werden. Und man sagt ja nicht umsonst, gib einem Menschen Macht und du siehst sein wahres Gesicht. Und nur weil ich keinen Rücken und keine Großfamilie habe, denkst du, du kannst sowas mit mir machen? Es waren auf jeden Fall harte Worte an Shindy, beziehungsweise nicht nur an Shindy, sondern an alle, die in der Zeit dann rumgehatet haben. Was denkt ihr dazu? Hat Shireen auf jeden Fall recht, dass man sich nicht unter seinem Wert verkaufen lassen soll, sich nicht unterdrücken lassen soll auf jeden Fall und auch als Frau das Recht haben sollte, was zu machen, worauf man Bock hat? Oder sagt ihr so, ey, ganz ehrlich, du bist nicht hart genug für das Business? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert Raptastisch und wir sehen uns beim nächsten Mal.